Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Winter Story hier auf der Cubitech Welt. Und warum bin ich so nah? Ganz einfach, ich möchte euch direkt ansprechen. Nein, Spaß beiseite, wir starten heute mal etwas außerhalb, und zwar bin ich auf der Suche nach Meteoritic Eisen. Ich habe mal geguckt, wie man das am besten finden kann, und denke, dass ich eine gute Variante bzw. eine gute Lösung gefunden habe. Und wir schauen uns das einfach mal an. Zumindest habe ich das mal auf einer Testwelt ausprobiert und es scheint ganz gut zu funktionieren. Und deswegen werden wir mal ein bisschen Meteoritic Eisen besorgen, und deswegen bin ich auch schon ein bisschen weitergelaufen. Ich habe mir sogar schon ein paar Punkte gesetzt, und die klappern wir jetzt einfach mal ab. Aber bevor wir wirklich losstarten, will ich erstmal gucken, was hier cool ist in dieser Kiste drin ist. In der Wessel. Okay. Ein bisschen Reed, ein bisschen Kappa Reed. Und ein bisschen Flachsgarn. Ich schätze mal, mehr wird es jetzt hier auch nicht geben. Mal gucken. Andesit Cobblestone will ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist jetzt nicht so mein Favorite. Nee, ich glaube, das war's. Mehr wird es hier nicht geben. Na gut. Dann lass uns mal den nächsten Punkt ansteuern. Ich habe natürlich immer wieder nur unnützen Schnulli mitgenommen. Ich hätte mir ein bisschen was zu essen oder sowas mitnehmen sollen. Und wobei... Minze. Glaube, ich habe nicht mal ein Messer. Nee. Wir lassen das einfach mal. Mein Punkt ist da oben, den ich... warte mal. Ich wollte noch erklären, wo man meteoritisches Eisen finden kann. Und zwar gucke ich auf der Karte nach Löchern. Und zwar... es gibt halt so bestimmte Punkte, wie hier zum Beispiel. Das ist halt wie so ein... Das sieht aus wie ein Einschlagskrater. Wenn man die Karte so ein bisschen... Was zur Hölle? Das hier müssen wir uns mal... Das müssen wir uns mal markieren. Muss ich einen Namen geben. Ruine. Sehr einfallsreich. What the heck, Alter? Das ist ja geil. Das ist geil. Okay, hier auch. Guck mal. Hier. Das müssen wir uns alles noch aussuchen. Und hier hinten ist auch irgendwas. Hier ist hier. Überall so ein Kram. Genau. Und da gibt es halt so Löcher. Ich hatte hier irgendwo mir auch schon genau hier so... weiß ich nicht. Das wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe es aber markiert. Irgendwo habe ich mir auch mal noch einen Punkt gesetzt. Hier unten. Hier zum Beispiel. Das sieht halt auch aus wie so ein... Hier in dem Sandgebiet sieht man das wahrscheinlich sehr, sehr gut. Das sieht nämlich aus wie so ein Einschlagskrater, ein kleiner. Und da habe ich mir jetzt nochmal ein paar Punkte gesetzt. Und in der Hoffnung, dass wir dort halt was finden. Ganz schön durch die Gegend gelaufen. Und wir gucken einfach mal. Ihr wisst jetzt, wie es läuft. Und ich klaue mir mal hier ein paar Büsche. Au. Dann müssen wir hier hoch. Toll, das war's schon wieder. Irgendwo hier, guck mal genau. Ich seh's schon. Alter, wir haben meteoritisches Eisen gefunden. Und ich habe nicht mal eine Schaufel dabei. Meine Güte. Na gut, dann graben wir uns mal hier so ein bisschen rein. Schauen wir mal. Und mit etwas Glück, doch, ich brauche ein bisschen Erde, damit ich wieder aus dem Loch rauskomme. Mit etwas Glück finden wir vielleicht noch was. Also was heißt mit etwas Glück? Wir haben es ja schon gefunden. Ja, guck, hier ist Eisen. Geil!
Requires Tool Tier 4 Iron. Oh nee, wir hätten eine Eisenspitzhacke machen müssen. Leute, wie dumm. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Na gut, okay, alles klar. Wir lassen den Punkt und gehen halt erstmal wieder zurück. Ja, zum Glück haben wir ja... Oh, was ist das für ein... Pyramidical Popular Lock. Das sieht natürlich auch mega nice aus. Kann ich das mit der... Mit der Säge? Kann ich zwar absägen, dann geht aber der Stamm nicht kaputt. Aber das ist jetzt nicht so wild. Ich kriege ja hier... Ich habe ein Sapling rausbekommen, ne? Ja, ich habe ein Sapling rausbekommen. Coole Sache. Das ist ein echt interessanter Baum. Hier hinten steht auch noch ein Baum. Was ist das? Black Poplar Lock. Das sind bestimmt die Bäume aus der Wildcraft Mod, die ich installiert habe. Anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären, meine Freunde. Hier, Sapling rausbekommen. Das schmeißen wir mal weg. Die Bronzemaschinenhülle brauchen wir bestimmt. Nee, weg. Hier, Erde. Erde, coole Erde. Erde, Erde. Coole Erde. Erde, Erde. Coole Erde. Noch ein Sapling rausbekommen. Da können wir ein paar Bäume, verschiedene Baumarten pflanzen noch. Das ist natürlich geil. Gut, ich würde sagen, ich gehe dann gleich mal zurück und wir sehen uns dann drüben in unserer Hut. Hier, guck mal, hier liegen auch noch Saplings rum. Och, Mann, oh, hier, das kann weg. Warte mal, das da unten, das muss auch weg. Stöcker? Hm. Na hier, guck mal, Flachs. Flachs kann man anbauen. Obwohl, Stöcker hätte man auch sammeln können. Ach, egal. Gut. Naja, ich geh mal los und wir sehen uns gleich wieder in der Base. Mein Pauseknopf. So, mit slash home jvv home kommen wir direkt auch an. Ohne Umwege. Und ich merke gerade, dass meine Engine hier noch läuft. Klar, warum lassen wir... Die müssen wir ja nicht ausmachen. Kostet ja nichts. So, im Übrigen hatte ich hier ein bisschen weiter gebaut. Und zwar, wie man schön sehen kann, habe ich hier die Säulen nach oben weitergezogen. Und oben dann einen Rand gesetzt. Damit es ein bisschen besser und schicker aussieht. Und dass wir mit der Base ein bisschen vorankommen. Mein meteoritisches Eisen, was ich jetzt eingesammelt habe, die Bits, die packe ich jetzt erstmal hier rein. Den Hammer muss ich auch nicht mitnehmen. Und ich würde sagen, ich werde mir jetzt erstmal ein neues Tool-Rack bauen. Das ging doch hier so, genau. Das ging doch so. Okay, setzen wir hier hin. Dann können wir hier nämlich den Hammer dran machen. Und hier, das hier. Ein Meißel. Kann man auch. Übrigens diesen Meißel, Turek. Naja, das zeige ich euch später nochmal, wozu das gut ist. Hier, die ganzen Sachen. Wieso haben wir die denn mit? So unglaublich. Gut. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch eine Eisenspitzhacke machen. Dazu brauche ich Eisen und wie gesagt, dann sehen wir uns gleich. In der Zeit, wo oben das, also hier, ich bin ja noch oben, das Eisen eingeheizt wird oder dem Eisen eingeheizt wird, kann ich mal noch zeigen, was ich gemacht habe in unserem schönen Garten. Ich mag das voll, ne? Ich mag das hier voll mit diesem, mit dieser Palisade hier, mit diesem... Dieser Zaun, naja, Zaun ist es ja nicht, mit dieser Mauer, das ist, gefällt mir echt gut. Ich habe hier diese Eichenbretter habe ich nach unten gesetzt, weil mir das vorgeschlagen wurde. Vielen Dank für den Hinweis. Und ich habe die Pflanz, also diese, das reicht hier scheinbar nicht aus. Ah, ist zu weit weg. Ich habe hier noch einen Oh, hallo, Hänger. Ich habe hier noch eine Reihe Wasser reingezogen, weil die Bewässerung halt nur in drei
Blockrichtung geht, also quasi drei nach links, drei nach rechts. Deswegen ist das hier nicht feucht. Und ich habe hier diese Eichenbretter, wie gesagt, gemeißelt und nach unten gesetzt. In das Wasser rein. Man sieht, dass das Wasser hier so durchscheint. Das finde ich ganz cool. Deswegen habe ich das, also ich hätte das auch abschließen können. Aber ich fand das cool, dass das Wasser halt so ein bisschen drüber läuft. Das fand ich witzig. Und ich finde es halt auch, ich finde es auch interessant, dass sich dadurch tatsächlich auch die, die Laufgeschwindigkeit ändert. Man ist halt langsamer, wenn man hier drauf auf dem Wasser läuft. Das finde ich ziemlich cool. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Und ich habe hier schon ein bisschen was angepflanzt. Und naja, das dauert aber noch ein bisschen. Growth Stage 4 von 9. Oh, dauert noch ein bisschen. So, da sind wir. Und wir basteln uns jetzt eine Pickaxe. Wir basteln uns jetzt eine Pickaxe. Ich hoffe, ich habe das Richtige ausgewählt. Mal gucken. Oh, hallo. Zu blöd. Zu blöd zu treffen. Ah, nee, nee, nee. Leute. Uiui, ist wieder. Uiui. So. Und dann gehen wir nochmal zurück zu unserem meteoritischen Eisen. Was mache ich denn? Falsch. Zack. Zack. Yeah, wir haben eine Eisenspitzhacke. Jawohl. So. Okay, gut. Ich räume mal mein Inventar auf und 16:20 warte die Nacht ab, gehe schlafen und wir sehen uns morgen früh wieder. Und ich habe die God Rays eingeschaltet. Ist das nicht geil, wie sich die Sonne hier durch diese Säulen hindurch schlängelt? Das sieht so mega cool aus. Ich bin jetzt doch schon mal losgelaufen, weil ich mir dachte, gut, der erste Punkt ist jetzt gar nicht so weit weg. Und es ist tatsächlich, hier gibt es tatsächlich kein Eisen, kein meteoritisches Eisen. Hier ist ein Loch. Und als ich hier gerade schon runtergeguckt habe, habe ich gesehen, oha, was haben wir denn da Cooles? Deswegen werden wir das jetzt mal zusammen ausräumen, meine Freunde. Zack. Wir müssen bloß gucken, dass wir dann halt hier auch wieder rauskommen. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Sand von hier oben mit. Das können wir als Baublöcke benutzen, um uns dann nach unten, wieder nach oben zu graben. Genau. Ich hoffe, das reicht. Aber es ist halt cool, dass wir gar keine Fackel dabei haben, ne? Also wir haben schon eine Fackel dabei, aber die... Au, 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 au. Ah, das sieht aber schon mal ganz cool aus. Au. Hm, na gut, ich baue mich nochmal ganz kurz hoch und gehe nochmal zurück und hole mir ein bisschen was zum Essen, Regeneration und eine Fackel. So, nächster Tag. Lichten da unten noch. Da liegt irgendwie noch anderer Krempel, sehe ich gerade. Ich habe mir mal noch eine primitive Schaufel gemacht, also eine Flintschaufel auf dem Weg. Und ich habe mir anstatt Sand habe ich einfach hier Medium Soil mitgenommen. Und naja, ich würde sagen, wir bauen das. Kann man das einfach eigentlich so einsammeln oder abbauen? Das geht, dauert ganz schön lange mit dem. So, was haben wir hier alles? Ruined Apparatus. Okay. Na toll. Kann man nicht mitnehmen. Das auch nicht. Habe ich mir nämlich fast gedacht. Toll. Super. Oh, hier. Wir haben einen Teil einer Lore gefunden. Gong. Leim haben wir. Und hier. Geil. Schön. Schön, 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 schön. Schade, dass man sich das nicht mitnehmen kann. Ich habe ja gehofft, dass das hier irgendwie... Dass man das irgendwie... Okay, das geht.
Ich habe ja gehofft, dass... Warum kann ich jetzt hier... Das ist bestimmt irgendwie kein... Das ist kein richtiger Block. Das ist bestimmt irgendwas gemeißelt. Ich hatte ja gehofft, dass ich das hier... Wenn ich hier den... Doch, hier ist irgendwas. Bookshelf. Okay, hier ist... Das hat keine Textur. Der Bookshelf hat keine Textur. Oh. Na gut, ist sowieso kaputt. Und hier ist auch irgendwas. Hä? Ja, hier ist irgendwie... Na gut, ich hatte ja gehofft, dass ich hier das abbauen kann und dann fällt es runter. Aber egal, wir nehmen jetzt erstmal das Basalt mit, weil Basalt ist ganz cool. Unsere Base ist ja aus Basalt. Und da kann man den ganzen Chisel-Kram hier eigentlich ganz gut gebrauchen. Guck mal, das ist halt... Es ist zwar cool, dass wir jetzt hier was gefunden haben. Pile of Aged Books. Das sind schon die neuen. Das sind schon die neuen für die 1.18er Version. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine... ob das jetzt quasi eine Ruine ist, die zu einem Mod gehört. Oder ob die eventuell Vanilla ist. Das kann ich gar nicht sagen. Oh, den Talisman können wir uns einfach mal umhängen. Die Bücher habe ich auch reingekommen. Und den Rest, den können wir, glaube ich, nicht wirklich mitnehmen. Das funktioniert nicht. Ich baue das jetzt hier ab und ich würde sagen, dann gehen wir in Richtung meteoritisches Eisen. Und wir sehen uns dann einfach dort. Hier an der Stelle hatte ich mir auch schon einen Punkt gemacht, aber hier gibt es kein meteoritisches Eisen. Hier oben habe ich bloß Kupfer gefunden. Deswegen lasse ich diesen Punkt jetzt und gehe einfach mal weiter zu dem anderen Punkt. Das wollte ich euch mal noch zeigen. Das sieht übelst geil aus. Das sieht übelst mega cool aus. Dieser See hier, dieser See und dann hier hinten diese geilen Felsformationen. Das ist der Hammer. Ich glaube, da mache ich mal einen Screenshot für. Screenshot, warte mal. Screenshot. Das sieht so genial aus. Das sieht so genial aus. Das wird als... Das nehmen wir als Hintergrund für unser... Für unser Thumbnail. Ich habe hier auf der Karte dieses Loch entdeckt. Wo ich mir dachte, okay, das sieht interessant aus. Da sollten wir mal gucken. Und in der Tat... In der Tat, seht euch das an. Meteoritisches Eisen. Loses meteoritisches Eisen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall... Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Schaufel? Wir werden auf jeden Fall irgendwas hier finden, hoffentlich. Mal gucken, hier lag eins. Wir buddeln uns mal hier runter. Mal gucken. Schauen wir mal. Keiner guckt. Oh. Oh, da. Da, 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 da. Da ist es. Da ist es. Eisen. Meteoritisches Eisen. Haben wir auch Platz dafür? Lass mal liegen. Brauchen wir nicht. Geil. Achso. Hier, geil. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr selten meteoritisches Eisen gefunden. Das lag aber auch daran, dass ich halt einfach nicht danach gesucht habe. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob das viel ist oder wenig, was hier rauskommt. Aber ich vermute mal, dass das... Ist das eigentlich recht... Oh, hier ist noch eins. Dass es eigentlich recht viel ist, ne, oder? Mal ein bisschen am Rand gucken hier. Ich glaube, das war's. Mehr haben wir jetzt hier nicht drin. Wie viel haben wir jetzt rausbekommen? 24 meteoritisches Eisen. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Jetzt hör doch mal auf mit diesen Schimpfwörtern, Mensch. Unglaublich. Na gut. Ich gehe mal noch zu den anderen. Ich habe noch zwei weitere Punkte, die ich abklappern will. Und dann werden wir uns gleich nochmal wiedersehen. Ja, ja, ja. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Es war so viel... so viel erlebt. Also, was heißt so viel erlebt? So viel war es jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall meteoritisches Eisen gefunden.
Die anderen zwei Punkte, die ich abgeklappert habe, da habe ich leider nichts gefunden. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht aufgenommen. Muss man ja dann auch nicht. Wir haben es mittlerweile jetzt auch 19 Uhr rum und deswegen werden wir jetzt die Folge beenden. Oh, ich muss gerne. Siehst du, ich muss sowieso jetzt ins Bett. Wir werden einfach in der nächsten Folge dann einfach weitermachen. Ich werde dann einfach noch mal, oft noch mal ein bisschen nach meteoritischen Eisen gucken. Diese Variante scheint so halbwegs zu funktionieren, denke ich. Und ja, ich würde sagen, soweit waren wir ja eigentlich erfolgreich. In dem Sinne, macht's gut bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt so schön. Tschüsseli.